trotzdem. Sieht schon ein bisschen fettig aus, so. Ja. Wir machen wieder Puder drauf. Ups, ich benutze jetzt nicht so oft Puder, aber... Ich habe nämlich trockene Haut und es trocknet mit meiner Haut so aus. Okay. Das ist einfach so transparentes Puder, deswegen passt es zu jedem Hauttyp.
heißt ja nämlich immer Kirsch, aber ich hatte mal richtig Lust auf Zitrone. Aber jetzt willst du doch mal probieren. Ich frag dich immer und dann im Nachhinein Mimi hier nimm. Ganz gut, ne?
YouTube-Video.